Bist du schon mal zu Adelboden gewesen? Du musst unbedingt einmal auf Adelboden. Mega. Eine super Gegend zum Entspannen. Die Kinder können spielen und so. Es ist eine Zeit her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Aber der hat die ganze Zeit gelaufen und gelaufen. Weißt du was? Machen wir es so. Wenn ich das nächste Mal komme, dann müssen wir unbedingt einmal etwas zusammen machen. Ich weiß nicht, was im Bürgerring geht, aber ich probiere es zu verstecken. Nicht, was mir durch den Ring geht, sondern dass ich ihm nicht mehr zuhöre. Er hat die Art. Er schaut ihm an. Aber irgendwie auch nicht. Er schaut dir in die Augen, deine Augenbewegung, deine Pupillen. Aber keine Verbindung. Wie bei einem Kind oder einem Löw. Und dann auch viel Parfum. Hinter der Fahne. Wo hat er das gelernt? Das macht mich verrückt. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich musste wegschauen. Und darum ist so ein Gefälle zwischen uns. Und darum ist er so mächtig. Ich habe Nüsse gegessen. Eine ganze Handvoll. Er mit seinem Prestige oder Cologne. Jesus Maria. Welche Farbe haben Sie in den Schuhen? Kupferteile. Nein, bitte mal, hat er gesagt, als er einen Stutz auf den Tisch geschmissen hat. Und mit seiner lässigen, aber einstudierten Bewegung den Job hat angelegt. Zahl dir einen alten Drink. Weisst, ich hätte am liebsten die Note genommen, die neben dem grossen Bierflecken ist gelegen, also dem Wichser ins Gesicht bänkelt. Steck sie dir in den Arsch! Nein, noch besser. Du und dein Geld könnt mir am Arsch. Aber ich habe meinen Blick einfach nicht von dem Geld können lassen. Die Note, der Bierflecken, der Geruch. Ich habe die Note genommen, jetzt müssen sie liegen. Das Portemonnaie war schon da. So schwach. So falsch. Ein paar Tische weiter hinten ist eine feisse Frau aufgestanden, hat ihren Stuhl dann gerutscht. Er ist ihr ausgewichen, hat seine Tasche geschwungen, so wie... wie bei einer Rückhand im Tennis. Ich war eine hervorragende Tennisspielerin. Ich kann es bezeugen. Ualu. Ualu. Sag der Giele, dass ich eine super starke Tennisspielerin war. Ich war sackstark auf dem Tennisplatz mit 20. Sackstark.